mit dem Wasser hier? Das sind alles noch Stonepipes, richtig? Kann ja spaßeshalber mal rumtesten, wie es in den Plastikpipes aussehen würde. Also hier ist fast voll. Hier ist er schon bei dem Doppelpunkt angekommen. Wenn ich dich jetzt komplett ersetze. Da ist weniger als fast voll. Immer noch beim Doppelpunkt. Angriff und wir haben keine Laserturm, die schießen, weil wahrscheinlich kein Strom da ist. Richtig. Hier kommt immer noch nichts. Bin ich überhaupt im Einflussbereich der Roboter? Nee, ne? Ah, okay, dann kann ich auch kein Orange Stuff bekommen. Geh hoch. Hoch, 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 hoch. Genau, gib mir zurück. Ja. Schade, dass es nicht ganz so einfach geht, wie ich es mir gedacht habe. Da. Was haben wir hier noch? Steam Turbine Plant. Das sind Akkus. Nein. Rensoir Turbine. 11,0 MW. Braucht aber Quantrinum. Das habe ich noch gar nicht. Und ich glaube, es braucht auch dieses extra Gebäude. Seid ihr eigentlich? Blue Indicator Lamp? Nein. Ja, aber das läuft alles über heißes Wasser. Ich hätte gerne Generatoren, die nicht über heißes Wasser laufen, was mit den Boilern doof ist. Es gab den Atomreaktor noch, aber der schien mir noch, ja, noch wesentlich komplizierter. Gut, hilft nichts. Warum kommen jetzt die Orange Stuff Sachen nicht zustande? Wo ist da das Problem? Strom? Flacker, flacker, flacker. Ja, es kann ja gut sein, dass die Roboter jetzt nicht mehr so viel fliegen, weil halt kaum Strom da ist. Die müssen ja aufgeladen werden. Also soll ich das Rumgebastel unten ein wenig einschränken und dafür sorgen, dass die oberen Engines auch ihr Wasser bekommen. Also einfach eine Verbindung von... Hier komme ich nicht durch. Mach die Verbindung mal hier. So, das Wasser da ankommt. Und von hier geht es wieder nach oben. Das war albern. Du. Einfach nur die anschließen. So, so, so. Müsste jetzt wieder gut aussehen mit Strom, hm? Ja, okay. So, was machen wir mit euch? Du bist am Wuseln. Ich kann jetzt einen neuen davon bauen. So. Die ersetze ich dadurch. Das Blau sieht einfach nur hässlich aus und ich kann nicht durchlaufen. Und ich hoffe, das Ganze dann einfach überkompensieren zu können, wenn ich später bessere Pumpen habe. Apropos bessere Pumpen. Ach, du brauchst die grünen Chips. Das ist geil. Ich schaue mir gleich mal die Yoki-Pumpen an. Vielleicht kriege ich damit das Ganze ja besser zum Laufen. Würde Sinn machen, dass die Yoki-Sachen besser ineinander greifen, als halt andere Mods mit Yoki zusammen. Unknown Technology Name Pollution Module 1. Pollution minus 15%. Nö. Ich hätte ganz gerne Laser Rifle Damage. Warum nicht? Auch wenn ich noch keinen Laser Rifle habe. Ich könnte es bauen, das weiß ich, aber ich habe es noch nicht gebaut. Rocket Launcher, Rifle. Oh, das Laser Rifle, da ist die Munition, das sehe ich. Downship Locator. Oder habe ich jetzt nur die Munition? Nee, da ist das Laser Rifle. Bau Laser Rifle, bau Munition für Laser Rifle. Da ist es. Das war doch Z zum Wechseln. Q zum Wechseln. Ich hab
nichts wieder, worauf ich schießen kann. Schieß mal da drauf. Ja, doch. Macht Schaden. Und wenn ich aufstufe, könnte ich damit sogar einigermaßen zurechtkommen. Hilft mir jetzt aber trotzdem nicht wirklich beim Überleben, denn... Achso, du musst unbedingt weg da. Hilft mir nicht wirklich beim Überleben, weil meine Rüstung ist halt so mies. Das müsste erst was werden, bevor ich dann anfangen könnte, irgendwo Dinge zu töten. Du dahin, bau mir bitte Rohre. Ganz viele Rohre. So. Ja, die Dinger stauen sich hier. Oh, das habe ich da wieder weggeklickt. Du, der Mensch, nochmal erforschen. So, Yuki-Wassermethode. Das wäre... Ist das hier bei... Alien Infuser? Komische Gebäude? Nein. Nee, es wird hier mit bei sein. Es war so um eine Ecke. Also es war so ein rundes Ding. Auf der einen Seite ging es rein, auf der anderen Seite ging es raus. Also halt so ein... Ne? Rechtwinkliges Stück. Liquids. Pipe Valve. Underground Tank. Slow Trigger. Ach du gute Güte. Scheint wohl gut was dazugekommen zu sein. Fluid Handle Machinery. Ich will einfach nur eine Pumpe haben. Zero Time Transfer Weapons. Nein. Pumpe. Pressure Proof Element. Nee. Das sind alles Türme, Abwehrtürme. Die brauche ich gerade nicht, nee. Oben sind die Lampen. Hier sind Akkus, da sind komische Gebäude. Turbinen, Batterien, Zwischenprodukte, Boiler, Generatoren. Das sind Tanks, Rohre. Electric Water Generator. Das gab's früher nicht, kann das sein? Good use for independent outposts. Achso, das bräuchte wieder Kohle, das will ich nicht. Hier, du. Dafür bräuchte ich einen Chimota-Restruktor. Was brauche ich für einen Chimota-Restruktor und wo ist er? Da ist er. Brauche ich Alien Fuel für. Das klingt nicht gut. Wie, wo kriege ich Alien Fuel? Lass mal nur gucken, wie es aussah. Sah aus wie... grünes, tankartiges Ding. Was ist bei Liquids? Nö. Ah, hier ist das Wasser. Das ist schon mal gut, aber das... Jetzt habe ich gerade das andere gefunden. Jetzt will ich auch gucken, wie das funktioniert. Alien Fuel, nein. Gott, was bist du? Also du bist nur so ein Rollding. Nee, hier. Hier Alien Fuel. Braucht Charged FC. Charged FC habe ich noch nicht hergestellt. Das weiß ich. Da müsste ich die gelben Pellets kompressen in einem P. Okay. Achso, dich erstmal anschließen wäre vielleicht noch ganz nett. Weiter. So, du danach da. Du brauchst Fuel. Bitteschön. Blub, blub. So, ist schon mal ein Anfang. Also, jetzt wird automatisiert die Charged FC-Produktion, die Alien-Tank-Flüssigkeitsgeschichte da, um damit dann weiterzukommen. So, du... Jungs...
Wahrscheinlich müsste ich auch mehr Charge Pads und so weiter. Also das Muster hier von denen weiterbauen. Das sieht irgendwie auch nicht ganz richtig aus mit dem Abstand von den Logistik-Extendern und denen da. Habe ich auch einen Fehler gemacht. Mist. Na gut, ich brauche jetzt erstmal ein P. Habe ich irgendwo schon ein P? Ne, Bau-Ps. So. Also ja, ihr seid alles P. Oh, warte. Dann kann ich doch neben dir einfach so ein Charge-Ding hinbappen, oder? Blub. Und du machst das und das. Machst daraus mal 20 und beschränkst dich auf ein Stack. Du müsstest eigentlich nur von da das nehmen und da reintun. Immer so ein 600er Pack. Gut. Also, Charge FC ist jetzt auch im System drin. Alles gut. Was haben wir noch so an Dingen, die ich hier herstellen könnte? Enriched Fuel Block, nein. Vegetable Oil, nein. Okay. Das war's bei den Ps. Das heißt, die Ps hätte ich gar nicht alle bauen müssen. Aber soll's. Dann. 3 Stück brauche ich von denen. Das sind schon mal 4. Bau ein, was auch immer das genau da war. Und jetzt hätte ich gerne ein Electric Water Generator. In der Hoffnung, dass der mehr generiert als sowohl die Yogi-Pumpe als auch die anderen MK2er-Pumpen, die ich da aufgebaut habe. Sonst bringt mir das nicht wirklich viel. Wobei, es könnte einfach nur die Alternative sein. Also das... Wow, sieht abgefahren aus. Pack ich mal hier unten mit hin. Oh, und die High-Pressure-Rohre von Yoki, die könnten hier auch das Rätsel der Lösung sein. Das heißt, ich papp dich mal. Natürlich passt du nichts, Freund. Hier, du machst bitte Wasser. 60? Ernsthaft? Wie viel macht einer von denen? Nimm dich da mal weg. Stell dich hier hin. Pup, 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 pup. Der scheint mir schneller zu sein. Crafting Speed 2, Crafting Speed 1. Dafür hast du ein größeres Volumen hier, was du dir einsammeln kannst. Hast du auch einen Modulslot? Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass das Modul-Ding dann nur funktioniert für die Yogi-Module und nicht die normalen Module. 1,5 mal mehr Kapazität als Standard. 0,8 mal Kapazität als Standard. Warum? Aber dafür kommt schneller was durch, oder? Testen. So, die sind jetzt alle voll, weil ihr gar nicht arbeitet, weil, warum arbeitest du nicht? Weil wir keinen so hohen Stromverbrauch gerade haben. Das ist doof. Ich wollte doch gerade hier meine schönen Rohre ausprobieren. So, und da kann ich natürlich auch nicht durchlaufen, ne? Nee. So, da ist jetzt nur 8 Wasser drin. Aber hoffentlich geht es schneller durch. Oh, warte, bau mal Untergrundvarianten davon. Dann mache ich... Oder ich mache einfach nur die hier. HC. Blub, blub. HC. Da setzt die hier wieder durch die. Mach die hier HC. So. Also, die sind jetzt alle HC. Longer Underground possible. Na, ist egal. Du bist auch... Genau, du bist nicht durchlaufbar. Gut, oder auch nicht. Trotzdem soll ich davon später mehr bauen. Ich brauche mehr von den blauen Dingern. Forder mal an. Blaues Zeug. Ruhig 200 oder so.
Okay, und Vorbereitung für den nächsten davon. Dafür bräuchte ich wieder Orange Stuff, was aber schon angefordert ist, was ich noch nicht kriege. So. Wichtigste ist aber überhaupt erstmal, dass es mit dem Strom jetzt gut läuft. Also wohl, dass da unten ist einigermaßen versorgt, weil ich jetzt ja noch mehr Wasser habe, als auch die Anlage hier oben. Das wird dann nach und nach ausgebaut, mit vielleicht anderen Wassersachen, was auch immer. Aber Hauptsache, Strom ist erstmal da. Werde ich mich auch in den nächsten Folgen weiter darum kümmern. Genauso wie weitere Fehlerbehebungen, was noch so an Kleinigkeiten anliegt. Also ruhig in die Kommentare schreiben, falls euch was aufgefallen ist. Und dann muss ich ebenfalls ein Auge drauf behalten mit der Ölsache, dass das einigermaßen läuft. Weil das haut momentan hinten und vorne nicht hin. Ich habe da ja schon die Pumpchecks angefangen. Bau die mal alle. So. Und ich sollte mir wahrscheinlich dieses kleine Video nochmal angucken, das erklärt, wie man die Ölfelder umsetzt. Das hatte, wenn ich mich recht erinnere, mit diesem Lokator zu tun. Problem, was ich daran nur sehe, ist, dass ich dann irgendwo hinlaufen muss, wo Gegner sein könnten. Und ich kann momentan halt keine Gegner töten. Das ist einfach nicht wirklich machbar. Das im Lasergewehr jetzt nicht, weil sobald die an mich rankommen, einmal spucken, habe ich 50% HP weg. Das ist zu krass. Und auch wenn die Power Armor einigermaßen jetzt in die Nähe rückt, jetzt wo wir Produktivitätsmodule haben und genug kleine Kügelchen für die lila Tränke, ist das trotzdem noch ein ganz schöner Happen. Vor allem dann auch die, also nicht nur die Power Rüstung selber zu erforschen, sondern auch die ganzen Subkomponenten. Aber das kriegen wir mit der Zeit schon hin. Momentan haben wir nicht wirklich Probleme, die Mauern zu halten. Und wenn diese Probleme kommen, kann ich einfach das Ganze ausbauen. Das passt also soweit. Ich muss immer nur schön weiter rumtüfteln, dass hier die Stromversorgung gut läuft, dass die Akkus weiter aufgebaut werden, wir unsere Westerweiterung machen können. Und dann kriegen wir das auch schon hin. Ich bin zumindest froh, dass die ganzen kleinen Teile von Yoki jetzt nach und nach eintrudeln und dass auch die Außenposten nicht so schnell überrannt wurden, wie ich dachte. Also dass auch da sich die Ressourcen ein bisschen stauen. Ja, Goodie, bis gleich.